Stuttgart vorstelle und ihren Podcast, lasse ich sozusagen sie das selber machen, zusammen mit ihrer Schwester, indem ich nämlich einfach mal kurz in diesen Podcast hineinführe. Eine Sekunde. Durch im Moment durch das erste. Unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu den Pfarrerstöchtern, zur Staffel 3 unserer großen Erzvätergeschichte. Wir sind in der Staffel Josef, die Folge 2. Bei mir sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien der Universität Erlangen. Mir gegenüber sitzt Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Und wir sind Schwestern, wir sind die Pfarrerstöchter und vielleicht muss ich das nochmal dazu sagen. Wir machen hier eine Analyse der Bibel, wir lesen die Bibel vor, wir erzählen die Bibel, wir reden über die Bibel, was sie bedeutet als kulturelle Errungenschaft der Menschheit und auch von uns. Was wir nicht machen, ist Religionsunterricht, wir machen keinen Kirchenfunk, wir machen einen Podcast über ein Buch, das uns beide von frühester Jugend an als Pfarrerstöchter beschäftigt hat. Und das uns bis heute inspiriert. Und das uns. Da stoppe ich mal, dass so die Vorstellung, Sie beide als Schwestern machen das. Ich habe geguckt, bis heute genau sind 38 Podcasts erschienen. Ja, morgen erscheint der 39. Ah, okay. Übermorgen, am Freitag, am Freitag. Am Freitag. Wir sind jetzt beim Buch Numeri. Die Israeliten ziehen gerade durch die Wüste, waren am Berg Sinai. Mhm. Da ist ja noch einiges zu erwarten. Also 38 Podcasts, alle so zwischen 40 Minuten und 60 Minuten. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Erste Frage, wie viele Zuhörerinnen haben Sie? Naja, wir haben eine ganze Menge Zuhörer. Also der Podcast gehört bei Zeit Online zu den erfolgreichsten, nach dem Kriminalpodcast und dem Endlos-Interview-Podcast und dem Wissenspodcast, glaube ich. Ich weiß, vielleicht haben wir den Wissenspodcast auch schon überholt. Okay. Also wir stehen auf dritter oder vierter Stelle bei von 12. Also wir reden von zigtausenden, wenn nicht gar mehr Zuhörerinnen und Zuhörern über all die unterschiedlichen Plattformen, die es so gibt. Ja, also uns hören schon ein paar hunderttausend im Monat zu. Oh, okay, gut. Ja. Jetzt natürlich wissen wir, was Sie tun. Bleibt die Frage, warum machen Sie das? Ja, weil es uns als allererster Grund ist, weil es uns Vergnügen macht. Also ich wollte das schon immer. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, ob wir nicht einen Bibelpodcast machen, weil meine Schwester und ich uns sehr gut über die Bibel unterhalten können und wir auch relativ viel Assoziationen dazu haben oder viel Wissen drüber, je nachdem, um welches Thema es geht. Und die Idee dazu habe ich schon ganz lange, aber ich wusste nicht, ob sich dafür jemand interessiert. Und vor allem wollte ich nie keinen Religionsunterricht machen. Das finde ich langweilig. Und dafür, ich meine, es gibt zwei große Kirchen in Deutschland, die machen das den ganzen Tag. Da brauchen die mich nicht auch noch. Naja, die sind vielleicht ein bisschen neidisch auf Sie, wenn Ihnen da so viele Leute zuhören, wie Sie die Bibel auslegen. Vielleicht, um das nochmal ganz kurz zu beschreiben, Sie lesen ja nicht einfach die Bibel vor, sondern Sie erzählen die quasi nach. Ab und zu gibt es auch mal vorgelesene Passagen. Aber was Sie vor allem machen, zumindest so wie ich das jetzt gehört habe, ist schon eine Form von Exegese. Es ist eine kulturgeschichtliche Einordnung und, das finde ich total spannend, auch immer die Konfrontation des Textes mit der Gegenwart. Also sei es, dass Sie ihn auf ein politisches Geschehen beziehen, sei es, dass Sie ihn mit einem anderen Text konfrontieren, aus der Literatur oder der Musik. Daraus ergibt sich natürlich auch eine bestimmte Zielgruppe. Wen wollen Sie erreichen und wie schaffen Sie das? Alle. Wir wollen alle erreichen und ich glaube, es geht auch alle was an. Also ich merke es an der Rückmeldung, die wirklich begeistert ist. Wir kriegen eigentlich nie einen bösen Brief. Wir machen das ja jetzt seit anderthalb Jahren
und wir kriegen nur nette Briefe und wir kriegen sehr viel Post auch von Atheisten und Agnostikern und Leuten, die mit dem Glauben überhaupt nichts zu tun haben. Wir kriegen auch viel Post von Leuten, die sich abgewandt haben vom Glauben und jetzt die alten Geschichten aus der Kinderbibel wiederhören, aber als Erwachsene, zum Teil völlig entfremdete Personen, werden sie jetzt mit den alten Geschichten wieder konfrontiert, aber auf eine ganz andere Weise. Und das berührt viele. Und da sieht man auch, dass viele Leute christlich sozialisiert sind, sich dann aber abgewandt haben und jetzt auf diese Weise wieder Kontakt aufnehmen zur Bibel. Das ist so eine ganz, ganz große Besonderheit. Ich habe mal geguckt im Musikexpress vom Juni 2020. Interessanterweise kritisieren die auch Podcasts. Da heißt es, der Eindruck, der beim Hören entsteht, ist weit entfernt von Kitsch und Klischee und macht keinen Unterschied zwischen gläubigen Atheisten und Unentschlossenen. Mhm. Und wenn ich das aus meiner persönlichen Erfahrung beisteuern darf, also ich habe ein sehr, sehr säkulares Umfeld von aktiven Agnostikerinnen bis zu ehemaligen Zeuginnen Jehovas. Da gibt es so eine komische Aufteilung. Die Kinder hören alle die Zeitverbrechen. Und die Erwachsenen und auch die sehr, sehr kirchenfernen und kritischen hören sozusagen ihren Bibel-Podcast, also unter Pfarrerstöchtern. Mhm. Und Menschen, wo ich gedacht habe, die sind für Religion, für Kirche, für Bibel verloren, die hören sich das an. Warum glauben Sie, gelingt Ihnen das in so einer besonderen Art und Weise? Weil wir von niemandem was verlangen. Also wir verlangen, ich finde erstens, dass die Pfarrerstöchter mit dem Verbrechen ganz schön viel zu tun haben, denn das Übertreten von Regeln ist in beiden Podcasts ja ein großes Thema. Also wir sind jetzt gerade bei Mose in der kommenden Ausgabe, die am Freitag startet, geht es um die Rotte Korach, also um einen Generationenkonflikt innerhalb der Israeliten. Die Jungen wollen die Alten auch ablösen und fühlen sich von denen in die Irre geführt. Ich meine, heutzutage mit Fridays for Future, es drängt sich ja förmlich auf. Leider tut sich dann aber der Boden auf und der Herr verschlingt alle, die ein bisschen aufmüpfig sind, was schade ist, finde ich. Aber na gut, darüber dann im Podcast. Die Idee ist eigentlich die, also wir haben eine, vielleicht ist das der Auslöser gewesen. Wir haben eine Producerin, also wenn wir da aufzeichnen, dann ist immer eine Frau dabei, die ist ganz still. Die merkt man nicht, sondern es ist immer nur, die achtet nur darauf, dass der Sound stimmt und dass wir uns nicht gegenseitig ins Wort fallen und sowas. Und diese Producerin ist im Osten aufgewachsen, vollkommen, also weit entfernt von jeder Bibellektüre und von jedem Religionsunterricht. Die weiß gar nichts. Und als ich ihr gesagt habe, dass ich gerne einen Bibelpodcast machen würde, hat sie spontan gesagt, ja, das wäre super, das würde mich interessieren, da würde ich alles anhören. Und das ist unser größter Fan, diese Frau. Also die will alles wissen und ich kriege auch sehr viel Post aus dem Osten, wo die Leute überhaupt nicht kirchlich oder religiös sozialisiert sind, die interessieren sich da sehr dafür. Ob das jetzt die meisten sind, weiß ich nicht, ich habe keinen Überblick da genau, wir machen jetzt keine Hörerbefragung, aber ich weiß, dass es den Leuten gefällt und dass viele dabei sind, die keinen Glauben haben. Also sie erreichen ja in jedem Fall sehr, sehr viele Menschen und da werden die einfach, und wie gesagt, aus meinem Bekanntenfeld kann ich es genau benennen, sind es ganz viele, die damit darunter sind. Mhm. Was mir auffällt beim Hören der Podcasts ist, sie haben Lust am Detail. Also sie erzählen unglaublich detailreich diese biblischen Geschichten nach. Und ich weiß, zur ersten Folge haben sie auch ihre alte Familienbibel mitgebracht. Ja. Also die 54 Zentimeter lang, 42 Zentimeter breit und 33 Zentimeter dick und 400 Jahre alt soll sie sein. Ja. Trotzdem stellt sich die Frage, Ihre Schwester und Sie haben Theologie studiert, zumindest als Teil. Ich nur im Nebenfach. Ja, na, was heißt nur? Trotzdem beschleicht einen so ein bisschen die Ahnung, dass die Annäherung an die biblischen Geschichten nicht über das Studium gekommen ist. Wo haben Sie denn selber Bibel erlebt, gehört und sind davon inspiriert worden quasi? Na, zu Hause. Also meine Bibelkenntnisse habe ich alle von zu Hause. Ich habe ja jeden Tag die Bibel vorgelesen bekommen. Jeden Morgen haben wir ein Stück Bibel gelesen. Wir haben natürlich viel Bibel gelesen an den Feiertagen. Und wir haben uns auch die Bachsche Matthäus- oder Johannes-Passion angehört jedes Mal.
Und wir haben an Weihnachten sowieso, das kann man inzwischen auswendig, den Text. Aber auch sonst, also ich habe auch zu den Konfirmationszeiten oder so. Und dann sind wir natürlich jeden Sonntag in die Kirche gegangen, was am Anfang entsetzlich langweilig war. Und wir wurden da regelrecht hingezwungen. Und ja, und heute machen wir sozusagen selber Kirche. Ich würde noch mal auf diese Breite auch eingehen wollen, mit der Sie sozusagen Bibel konfrontieren. Ich würde ja sagen, auslegen. Also dort, wo ich reingehört habe, da wurden dann auf einmal Texte von Marie-Louise Kaschnitz mitverwendet, von Tolstoi, von Friedrich Rückert, von Laoze, Cormac McCarthy habe ich gefunden, Tom Hillenbrand, Musik habe ich schon erwähnt. Also ein ganz, ganz breites Spektrum an Literatur, an Gegenwartsbeziehungen auch. Ich habe mich gefragt, wie bereiten Sie das vor? Also das muss ja eine immense Arbeit sein, sozusagen da immer was Passendes zu finden, um den Bibeltext quasi so zu illustrieren und auszulegen. Ja, es ist schon Arbeit, aber nicht so viel, wie Sie glauben. Also es ist so, dass ich ja in der Zeit in der Chefredaktion bin und dort zuständig bin für Titelgeschichten. Das heißt, ich beschäftige mich sehr intensiv mit den Texten in der Zeit und mit den Leuten, die in der Zeit schreiben. Und ich lese natürlich unendlich viel Zeitung. Und dadurch, ich lese ja auch, Sie haben jetzt nur die Schriftsteller genannt, aber ich lese ja sehr viel aus der Zeitung vor. Meistens aus der Zeit, aber nicht nur. Ich lese auch aus der Süddeutschen, FAZ, Spiegel und sonst was vor, wenn mir etwas in den Sinn kommt, was hier jetzt gut reinpasst. Und dazu ist ja die Bibel da, dass man sie heute versteht und dass man sie heute auslegt und sich heute fragt, was hat das eigentlich zu sagen? Oder sind das nur olle Kamellen von vor 3000 Jahren? Das ist es eben nicht, sondern es ist ein Menschenbuch. Also ich würde mal sagen, es ist kein Gottesbuch, es ist ein Menschenbuch. Es verrät was über die Menschen. Ob es viel über Gott verrät, da kann man sich streiten. Meine Schwester ist da anderer Meinung als ich. Wir sind uns auch völlig uneins, was die Bibel angeht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir beide den gleichen Blick auf die Bibel hätten. Meine Schwester ist ja dadurch, dass sie Pfarrerin ist und Volltheologin und auch jetzt Universitätsprofessorin, hat sie ja einen völlig anderen Blick auf die Bibel und auch einen anderen Auftrag. Ich habe gar keinen Auftrag. Ich habe nur die Freude dran und den Spaß dran und die Unterhaltung. Und in dieser Spannung begegnen wir uns. Also ich habe keinen missionarischen Auftrag und ich habe auch bei weitem nicht Ihren Glauben. Okay, das kann ich nicht einschätzen, dass Sie keinen missionarischen Auftrag haben. Das betonen Sie an ganz, ganz vielen Stellen im Podcast immer wieder. Ja, wir betonen auch, dass uns der Glaube, die Frage, ob es Gott gibt oder nicht, hier keine Rolle spielt. Weil wenn wir damit anfangen, kommen wir ganz schnell in den Sumpf. Für mich ist immer noch im Hinterkopf dieser Satz, der da immer kommt, wir wollen niemanden bekehren, wir wollen niemanden belehren, wir wollen aber auch niemanden abschrecken oder so. Das ist dieses abschrecken Trias. Wollen wir auch niemanden. Also auf keinen Fall. Ich glaube auch nicht, dass das für Christen abschreckend ist, sich den Podcast anzuhören. Auf gar keinen Fall. Trotzdem, und da würde ich jetzt schon noch mal nachhaken, also Sie erzählen vom Anfang sozusagen der Schöpfung der Welt an bis jetzt sozusagen durch die Erzvätergeschichten ins Buch Numeri. An zwei Stellen haben Sie diese chronologische Abfolge durchbrochen. Sie machen Podcasts zu Weihnachten und zu Karfreitag beziehungsweise Ostern. Ja, richtig. Dreimal. Und, wir haben zweimal Ostern, einmal Weihnachten bisher erlebt. Und das, so wie ich es wahrgenommen habe, auch immer unter einem bestimmten Motto. Also das Thema Trost war einmal sehr, sehr stark. Und zu Weihnachten auch dieses Thema Hoffnung, also ein Kind retten, um die Zukunft zu retten. Ich habe mich dann doch gefragt, ob Sie nicht schon eine Botschaft haben, die Sie über diesen Podcast auch mitvermitteln wollen. Es muss ja keine Missionierung sein. Nö, ich habe meine Botschaft ist eigentlich eine kulturelle. Also ich möchte, dass die Leute sich mit der Bibel beschäftigen und dass sie sie nicht als alten Kram abtun oder sich drüber lustig machen. Dazu gibt es überhaupt keinen Anlass, sondern dass sie sie, aber auch nicht, ich möchte auch nicht, dass sie sie wörtlich nehmen. Das finde ich auch ganz schlimm. Also die Bibel wörtlich nehmen, dann müssten wir heute die Leute steinigen. Das wollen wir mal nicht hoffen, dass das vorkommt. Ich habe einfach einen journalistischen Anspruch. Ich habe auch, wenn ich Journalismus mache, keine Botschaft. Ich habe die Botschaft der Aufklärung und der
und der Bekanntmachung und der Erweiterung des Horizonts. Das ist meine Botschaft als Journalistin und das ist auch meine Botschaft als Podcasterin. Das ist alles. Meine Schwester hat übrigens auch keinen missionarischen Anspruch. Also die ist auch nicht dabei, um die Schäfchen zu hüten, keineswegs. Nein, das kommt so auch nicht rüber. Aber wie gesagt, diese Elemente Trost und sozusagen Hoffnung ausstrahlen, das habe ich zumindest Ihren Podcast schon ein Stück entnommen und habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Das stimmt. Aber das haben wir gemacht. Also Trost war ein Thema, das war der erste Corona-Ostern. Da waren die Leute alle verzweifelt zu Hause gesessen und meine Schwester hat gesagt, wir sollten was über Trost machen. Und dann machen wir es so, dass jeder sich vorbereitet. Hallo? Ich will dich spüren lassen. Ja, das ist... Hallo? Rückgrat, machen Sie einfach weiter. Alles ja, das war die erste Idee, dass meine Schwester gesagt hat, wir müssen was über Trost machen und dann bereiten wir uns unabhängig voneinander vor. Also ich weiß nicht, was meine Schwester mitbringt und sie weiß nicht, was ich mitbringe. Das ist, bei jedem Podcast prallen wir sozusagen, wir haben natürlich den gemeinsamen Bibeltext oder zu den Feiertagen das gemeinsame Thema. Aber ich mache mich da meistens mit Säkularliteratur darüber her, während sie eben auch Hintergründe erklärt, theologische Hintergründe erklärt, kirchenhistorische oder bibelhistorische Hintergründe erklärt. Und dann treffen wir uns und sind gespannt, was der andere jeweils mitgebracht hat. Das ist ein wirklich jedes Mal ein völlig ohne Drehbuch verfasstes und spontan Gespräch, das wir führen. Und wir schauen dann immer, wo es uns hinführt. Und wenn das Thema abgearbeitet ist, dann hören wir auf. Danke für diesen Hinweis. Das merkt man nicht. Also das merkt man wirklich nicht, dass Sie sozusagen so unabgesprochen sich da begegnen, weil das ja sonst würde es keinen Spaß machen. Sonst wäre es auch für uns langweilig, wenn wir hier was Vorbereitetes runterspulen. Das wollen wir nicht. Sondern es soll schon auch für uns Spaß machen. Es soll einfach auch für uns spannend sein. Und das ist es auch, weil wir erleben ja und finden auch sehr viele Stellen in der Bibel, die wir also so noch nicht gesehen hatten oder gehört hatten. Und vor allem viele Stellen, von denen man im Religionsunterricht als Kind überhaupt nichts erfährt. Zum Beispiel das Ende der Rotte Korach am Freitag. Das habe ich noch nie malen müssen. Das ist ja das Spannende, also dass Sie wirklich so Kleinigkeiten, also ich kann mich erinnern, nochmal sozusagen die symbolische Beschneidung des Mose oder der Umgang mit Dina oder sowas alles, was man auch als Theologe nicht sofort präsent hat, zumindest ich nicht sofort präsent habe, also wo Sie sehr, sehr detailliert jetzt durch die Erzvätergeschichten gegangen sind. Mhm. Und da ist schon der erste Fehler, den ich mache, weil es sind natürlich auch die Erzmüttergeschichten. Und das ist, glaube ich, etwas, was deutlich in Ihrem Podcast rüberkommt, dass Sie einen starken Fokus auf die Frauengestalten legen. Aber, und das habe ich mir klar vorgenommen, ich werde Sie nicht fragen, ob Sie als Schwestern jetzt da einen besonderen Fokus oder was Sie dazu bringt, sondern ich will das einfach nur betonen, dass die Frauen dort einen guten Platz bekommen und gut dargestellt werden. Ich will auch was völlig anderes von Ihnen wissen. Sie sind Gerichtsreporterin, sind wie gesagt mit dem anderen Podcast Zeitverbrechen auch sehr, sehr bekannt geworden, auch mit anderen Sachen. Wie schauen Sie denn gerade als Gerichtsreporterin jetzt auf diese alttestamentlichen Texte, die ja fast alle in irgendeiner Form den Kriminalfall sozusagen darstellen? Ja, ist interessant. Das ist ja die Entstehung, also jetzt gerade bei Mose, die Entstehung der Gesetze. Wann brauchen Menschen Gesetze? In dem Moment, wo sie über den Clan hinauswachsen und ein Staat werden wollen am Berge, am Fuße des Berges versammeln sie sich und da bekommen sie dann eben, ja, wir wissen nicht genau, wie viele Gesetze, es wurden dann irgendwann mal zu 10 zusammengestrichen, aber sie bekommen da Gesetze, was gut ist und was nicht gut ist und mit fürchterlichen, drakonischen Strafen versehen, auch die kleinsten Fehltritte. Und das ist natürlich super interessant zu sehen, wie das Gesetz sich und die Regeln des Miteinanders sich aus dem Nichts und aus der Horde sozusagen entwickeln und dann eben auch ganz moderne Sachen, man Rücksicht auf Menschen mit Behinderung, Rücksicht, liebe den Fremden wie dich selbst, das sind ja Sätze, die heute noch gültig sind, die wurden damals, wenn es das je gegeben hat, die Situation am Fuße des Berges Horeb/Sinai, wurde das erfunden. Und das ist unvorstellbar, aus welcher Zeit diese
diese Sätze, diese monolithischen Sätze kommen. Das ist unglaublich. Und das ist ja bis heute, ist das ja ein Thema auch in den Gerichtssälen. Und manches hat sich tatsächlich bis heute gehalten. Das ist unvorstellbar. Sie wollten noch was sagen? Ja, die Bibel ist eben etwas, was sich bewährt hat. Ja, das ist eine Geschichtensammlung und eine Sammlung von Rätseln und von Vorschriften. Und wir gehen eben da durch, wir wandern durch diesen Dschungel und wir fragen uns, was hat sich da bis heute bewährt, was hat sich bis heute gehalten, was kann man heute damit anfangen, was ist zu Unrecht vergessen worden zum Beispiel auch, was ist zu Recht vergessen worden, da gibt es ganze Riesenpassagen, die kann man eigentlich heute streichen. Aber es ist wahnsinnig spannend, durch dieses große Menschheitsbuch zu gehen und die Natur des Menschen spiegelt sich da. Und alle Probleme, die zwischenmenschlichen Probleme, die wir heute haben, gibt es bereits in dieser Jahrtausenden alte Schrift. Das ist unvorstellbar spannend. Ich hatte es ja schon erwähnt, also für mich ist das so eine Art Exegese, kulturgeschichtliche Annäherung, setzen in den Kontext heute. Und dann sind mir ganz oft so mutige und fast schon provokative Sätze aufgefallen. Beispielsweise, Jesus hatte Verhältnisse, das hoffen Sie beziehungsweise Ihre Schwestern jedenfalls, so haben Sie es mal formuliert. Und auch an vielen anderen Stellen, wo ich gedacht habe, also mein AT-Professor, der wäre jetzt hinten rübergefallen beziehungsweise hätte da auch exegetisch ganz viele Anfragen bekommen. Sie haben vorhin gesagt, Sie kriegen wenig Kritik. Gibt es nicht doch an der einen oder anderen Stelle mal was, wo jemand dann theologisch schreibt, na, aber so geht das nicht, oder dieses oder jenes kann man so nicht darstellen? Wenig. Vielleicht hören uns die Professoren nicht, weil sie sagen, ach, zwei Laien sprechen hier miteinander, das ist mir zu fein. Ich muss mich mit Kapitel 15, Vers 8 noch die nächsten 20 Jahre beschäftigen. Das kann natürlich sein, dass wir für dieses Publikum nicht anspruchsvoll genug sind. Es kann auch sein, dass der eine oder andere mal gesagt hat, ja, das verstehe ich aber nicht, das leite ich dann weiter an meine Schwester, die soll sich dann damit rumschlagen. Macht sie auch, sehr ausführlich, wir beantworten jeden Brief, was echt eine Menge Zeit kostet. Aber sonst, nö. Also, wie war jetzt genau die Frage nochmal? Die Frage war, ob Sie nicht doch sozusagen bezogen auf Ihre Exegese, die sehr mutig, finde ich, manchmal auch ist, dass da nicht... Ja, wir sind natürlich völlig lutherisch. Also wir nehmen uns die Bibel, wir haben keinerlei Vorschriften. Wer sollte sie uns machen? Ja, wir haben keinen Lehrstuhl, der hinterher kommt und sagt, mimimi. Und wir haben auch keinen Vorgesetzten, der irgendwie ankommt und sich beschwert oder irgendwelche, sondern wir machen das, was Luther gemacht hat. Wir machen die Bibel auf und lesen drin und erlauben uns, die eine oder anderen Gedanken dazu zu äußern. Und dazu gehört auch, dass wir Jesus gewünscht hätten, dass er ein Liebesleben gehabt hat. Ja, das haben wir getan und auch richtig. Ja. Also Leute diese ohne Freiheit, Liebesleben. Diese evangelische Freiheit, also die spürt man, wenn man das hört. Und vielleicht ist die ja auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, dass viele sich darin wiederfinden und das so gerne hören. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich gucke drauf, es sind die letzten Minuten. Was ich natürlich gern von Ihnen wissen würde, haben Sie eine Lieblingsgeschichte in der Bibel? Und wenn ja, welche ist das? Ja, meine Lieblingsgeschichte ist eine ganz brutale Geschichte. Es gibt ja viele brutale Geschichten, wie Sie wissen, aber... Meine Lieblingsgeschichte ist die Szene, wo der Prophet Nathan zu David kommt, zum König David kommt und ihm die Geschichte erzählt von einem Mann, der nur ein einziges Schäfchen hatte. Und der Nachbar, der 1000 Schafe hat, der kommt rüber und nimmt ihm dieses eine Schäfchen. Und er fragt den König, der auch der oberste Richter ist, wie sollen wir mit diesem Mann verfahren, der seinem Nachbarn das einzige Schäfchen raubt? Und David sagt, ja, der ist des Todes. Das ist ja ein unglaublicher Frevel. Und dann sagt Nathan, der Prophet, du bist der Mann. Und dann erkennt David, dass Gott mit ihm gebrochen hat. Und das ist eine der stärksten Szenen im ganzen Alten Testament, aber ich finde auch immer in der ganzen Bibel. Und warum das so ist, das sollen jetzt die Leute selber nachlesen oder warten, bis wir im Podcast
an dieser Stelle angekommen sind. Da haben wir aber noch ein bisschen. Der nächste Titel. Ich würde gerade sagen, das wird noch ein paar dauern. Gibt es denn schon eine Berechnung, wann Sie dann bei der Apokalypse angekommen sein werden? Ja, also ich denke, wir überspringen natürlich jetzt auch viel. Also im Deuteronomium werden wir viele große Teile überspringen, weil das ja eine Wiederholung ist der vergangenen Gesetzeslage. Und da wird das alles nochmal als Rede des Mose nochmal aufgetischt. Damit, also wenn wir das alles nochmal machen, dann haben wir am Schluss keine Hörer mehr. Also werden wir Sachen, die überflüssig sind oder die einfach aus irgendwelchen Gründen nochmal in der Bibel stehen, noch aus anderem Blickwinkel oder so, das werden wir überspringen. Ich denke aber, meine Schwester hat das mal ausgerechnet. Also sie rechnet damit, dass wir im Ende des Jahres 22 oder Mitte des Jahres 23 fertig sind. Oh, doch, so, naja, sie produzieren auch sehr, sehr eifrig. Nee, wir kommen alle 14 Tage mit etwa einem einstündigen oder knapp einstündigen Beitrag. Gut, vielen herzlichen Dank. Wir haben schon fast die Zeitschleife erreicht. Ich schaue jetzt gerade noch mal, ob es vielleicht die ein oder andere Frage im Chat gibt. Von mir aus waren Sie das schon. Ich könnte eine stellen. Was für eine coole Frau steht hier, das ist keine Frage, aber das will ich Ihnen wenigstens nicht vorenthalten. Ich könnte eine stellen. Also die einzige, also sehr viel positive Rückmeldung. Und eine Frage an Frau Rückers. Mhm. Ja. Die Bibel als Menschen- und Menschheitsbuch. Was lernen Sie aus der Bibel über die Menschen? Ich lerne aus der Bibel, dass der Mensch sich in den letzten 1000 Jahren oder 3000 oder 4000 Jahren nicht geändert hat. Also ich verstehe die Menschen in der Bibel, als wären sie meine Nachbarn. Und das ist für mich eine große Überraschung. Ich habe gedacht, in dieser antiken oder vorantiken Zeit waren die Menschen anders drauf als wir heute, waren sie auch ein bisschen, aber in den wesentlichen, ganz wesentlichen, in den ganz wesentlichen Grundzügen sind die Menschen gleich geblieben. Und die Konflikte, die sie miteinander haben und die Grundbedürfnisse, die sie haben, sind dieselben. Und der Gott, den sie haben, ja, der ändert sich. Der ändert sich immer mal wieder. Das ist interessant. Ich habe hier noch zwei Fragen. Die eine war, ob die Podcasts alle noch zu hören sind. Das kann sogar ich beantworten. Auf der Zeit finden Sie die und bei Spotify und wie die alle heißen auch. Und die kommen zum Podcast, das kann ich auch gleich sagen. Sie gehen auf Zeit Online und drücken Pod oder Sie schreiben einfach in Google Pfarrerstöchter Podcast, da kommt's. Und wir haben bisher jetzt am Freitag haben wir 39 Folgen online. Die kann man sich alle umsonst anhören. Das finanziert sich durch Werbung. Gut. Also nicht, dass Sie unter. Ja. Entschuldigung, Frau Burkhardt. Also die Podcasts werden nur ganz selten durch Werbung unterbrochen. Meistens sind Literaturverlage oder die immer schnell was eine kleine Werbung machen. Aber meistens finanziert es sich durch die Werbung auf der Website. Wir haben noch eine Minute. Nach Ihrer Lieblingsgeschichte habe ich Sie schon gefragt. Jemand fragte hier, was Sie an der Bibel ärgert. Wenn Sie vielleicht noch, es war ein komischer Schluss, aber vielleicht können Sie ihn ja positiv ausdrücken, so als letztes sozusagen, ob es was gibt, was Sie da auch ärgert. Ja, was mich ärgert ist, dass sie einen oft stehen lässt. Da steht irgendwas, ein Satz, und dann lässt sie einen stehen und sie erklärt es nicht. Man muss es sich dann selber zusammenreimen. Das ärgert mich. Dann ärgert mich, also wenn ich die Bibel redigieren müsste, wenn ich jetzt sozusagen die Bibel vorgelegt kriegen würde als journalistisches Werk, hier hat jemand was geschrieben, oder als literarisches, geh der Sache mal nach, wie würdest du das drucken? Da würde ich erheblich streichen. Das ist mir auch zu lang an manchen Stellen. Und das Gleiche, was Goethe geärgert hat, der sagte, die schönen Geschichten werden ständig von langweiligen Gesetzen unterbrochen. Das sehe ich auch so. Meine Schwester sieht das übrigens anders. Sie findet, dass in den Gesetzen der Kern der Bibel ist. Aber genau darüber unterhalten wir uns dann auch. Vielen Dank. Vorhin haben Sie auch ganz begeistert von den Gesetzen gesprochen. Vielen herzlichen Dank. Das hat sie mich gelehrt. Danke, dass Sie bei uns waren, uns Ihre Zeit geschenkt haben. Wir werden, wer will, weiter den Podcast verfolgen, ihn mit Genuss hören. Herzliche Grüße nach Hamburg, wo Sie sich zugeschaltet haben. Herzlichen Dank auch an Nils Christiansen, der das möglich gemacht hat, jetzt nicht zu sehen ist, sondern im Hintergrund arbeitet. Alles Gute nach Hamburg und ich übergebe an Kerstin.